Und das war's auch schon mit dem Kurs 28. Ich würde sagen, den haben wir gemeistert. Da kriegen wir mit Fullspeed das Ding runtergerast. Ich bin stolz auf mich, dass wir das hingekriegt haben. In den 4 Tagen haben wir unglaubliche Fortschritte gemacht. Also für mich zumindest. Und die 28 auf jeden Fall keine Herausforderung mehr. Wir probieren es jetzt mal mit der 29. Und ich hoffe mal, das wird auch ein bisschen spannender werden. Leute, das war's mit der Bänkenbahn. Das war die Bahn 29. Die haben wir leider nicht ganz gemeistert, aber es ging schon ganz gut eigentlich. Wir sind hier zweimal runtergefahren. Das ist ein bisschen steiler als die 28, aber ging eigentlich auch ganz gut. Und ich würde sagen, auf Wiedersehen, Bänkenbahn. Das war Tag 4 meines Skiurlaubs, meines Snowboardurlaubs. Morgen noch einmal ausschlafen, frühstücken und dann geht's auch nach Hause. Für mich heißt es jetzt nur noch ins Hotel, warme Dusche, warme Sachen anziehen und richtig schön essen zum Abschluss. Jo Leute, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen frisch gemacht. Wir gehen mal jetzt ein bisschen Abendessen in die feine Küche. Ich bin mal gespannt, was es so gibt. Die Sachen sind immer so saulecker. Und dann ist der Tag gelaufen noch. Der ganze Urlaub ist mehr oder weniger gelaufen. Leute, wir sind wieder zurück im Zimmer, wir sind satt und jetzt heißt es nur noch Fotos auswerten, Videos durchladen und anschauen, was da draus geworden ist. Und im Großen und Ganzen war es mit dem Snowboard-Ausflug. Wenn ich jetzt so zurückblicke, 4 Tage vorher sind wir eigentlich nur auf dem Arsch rumgerutscht, auf dieser Kinderstrecke. Und was für Fortschritte man dabei macht, wenn man hier den ganzen, naja, eine halbe Woche, ganze Zeit mit dem Brett unterwegs ist. Schon erstaunlich. Also wir können schon ziemlich gut einige Strecken fahren. Und für alle Snowboard-Anfänger, die auch vielleicht irgendwie mal Snowboard lernen wollen, es dauert echt ein bisschen. Also 3 Tage hat es gebraucht, bis ich wirklich richtig sicher war. Mehr oder weniger. Auch da gab es noch Stolpersteine. Man ist die Woche trotzdem noch sehr oft runtergefallen. Aber die ersten 2 Tage waren richtig mies. Da kommt auch nicht wirklich Spaß hoch, weil man fällt ständig, man hat wenig Fortschritte und man demotiviert sich selber, weil man halt nicht viel erreicht oder man auch nicht so toll fährt. Aber man wird Tag für Tag besser und desto besser man wird, desto dann regt man sich auch schon mehr über die slalomfahrende Skifahrer auf. Und man wird sehr oft hinfallen, manchmal auch sogar richtig, richtig schlimm. Also ich bin einmal auf den Arsch gefallen, das tut noch heute weh, sich hinzusetzen. Aber auch auf dem Rücken bin ich halt ziemlich ordentlich aufgeknallt, aber das geht inzwischen, weil man da auch nicht so oft landet. Und man steht halt immer wieder auf und man fährt halt immer wieder weiter und immer schneller und immer besser. Und irgendwann klappt es eigentlich halbwegs. Interessant ist auch, dass wenn man eine Nacht drüber schläft, dass man quasi irgendwie von Null anfängt. Also die ersten Fahrten nach so einer Nacht, die man macht, sind ziemlich holprig. Also da muss man erstmal wirklich ein Gefühl für das Brett bekommen, damit man wieder so gut ist wie am Vortag. Sobald man dieses Gefühl aber hat, dann geht es eigentlich halbwegs wieder. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Ich bin hier hingefahren als totaler Anfänger und ich wollte halbwegs gut fahren können, so dass es aussieht, als ob man snowboarden könnte. Und ich finde, das habe ich erreicht und von daher geht es morgen zurück nach Deutschland. Und von meiner Seite aus war es das auch mit dem Vlog aus Meierhofen und meinem Skiurlaub sozusagen. Und ich sehe euch auf jeden Fall im nächsten Stanrant oder was auch immer ich dann produzieren werde. Die Videos muss ich alle noch cutten, das wird eine Schweinearbeit. Ich habe pro Tag ungefähr 6 Stunden Videoaufnahmen oder 3 Stunden. Und aus diesen 3 Stunden Videoaufnahmen muss ich 2 bis 3 Minuten zusammencutten, vielleicht auch 4. Aber yay, wieder YouTube-Arbeit und von daher, gebt mir Flosse, flop!